Prostitution im Tierreich. Adelie-Pinguine leben in einer kargen Landschaft. Für den Nestbau benötigen sie Kieselsteine. Die Suche ist mühsam und um das Überleben der Eier zu sichern, bieten sich Weibchen den Junggesellen zur Paarung an, welche ihnen dafür Kieselsteine bieten. Danach kehren die Weibchen zu ihren festen Partnern zurück. Den längsten Penis im Verhältnis zur Körperlänge hat die Bananenschnecke. Mit 30 cm wird der Penis doppelt so lang wie das Tier selbst. Das hat auch seinen Nachteil, denn in 5% der Paarung kommt es vor, dass einer der Geschlechtspartner dem anderen den Penis abbeißt. Danach lebt der Zwitter einfach als Weibchen weiter. Schwein gehabt, denn Schweine sind Genießer. Den längsten Orgasmus im Tierreich hat das Schwein. Der Orgasmus eines Ebers dauert 10 bis 20 Minuten und im Extremfall sogar bis zu 30 Minuten. In dieser Zeit produziert der Eber bis zu 1 Liter Ejakulat. Den größten Penis der Welt hat auch das größte Tier, was je auf unserem Planeten gelebt hat, der Blauwal. Sein Penis wird bis zu 3 Meter lang und hat einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern. Die meisten Geschlechtsteile hat der Bandwurm. Bandwürmer sind Zwitter, sie bestehen aus bis zu 45.000 Körpersegmenten. Jedes einzelne Segment hat mehrere Paare männlicher und weiblicher Genitalien. Den längsten Sex haben die Phasmiden. Die Männchen halten sich bis zu 10 Wochen am Stück am Weibchen fest und begatten es dabei immer wieder. So verhindern sie, dass Konkurrenten zum Zug kommen. Make love, not war. Das leben die Zwergschimpansen, auch Bonobos genannt. Ihre Konflikte lösen sie einfach mit Intimitäten. Nicht nur, um sich fortzupflanzen und egal, ob mit Männchen oder Weibchen. Dabei werden Küsse, Petting, Selbstbefriedigung und der Geschlechtsakt in verschiedenen Stellungen mehrmals täglich ausgeübt.